Das Orgelporträt, die Euler-Orgel in Rossbach. Neunzehnmal gibt es den Ortsnamen Rossbach in Deutschland. Allein in Hessen finden wir 5 Orte mit diesem Namen. Unser Rossbach ist ein Stadtteil von Hünfeld im osthessischen Landkreis Fulda. Der Ort liegt im Norden des Kreises, etwa 4 Kilometer nordöstlich der Stadt Hünfeld. Rossbach grenzt im Norden an Betzenroth, im Osten an Kirchhasel, im Süden an die Stadt Hünfeld und im Südwesten an das Dorf Gruben. Erstmals urkundlich erwähnt wird Rossbach im Jahre 815. Es gehörte immer zum Gebiet der Abtei und später des Bistums Fulda und ab 1821 zum Landkreis Hünfeld im damaligen Kurfürstentum Hessen. Im Zuge der hessischen Gebietsreform 1971 wurde Rossbach zu einem Stadtteil der Stadt Hünfeld, die ein Jahr später ihren Status als Kreisstadt verlor und seitdem zum Landkreis Fulda gehört. 480 Einwohnerinnen und Einwohner leben heute hier in Rossbach. Kirchlich gehört Rossbach heute zum vor einigen Jahren gegründeten Pastoralverbund St. Benedikt Hünfelder Land. Für das Jahr 1453 ist in Rossbach eine Vikarie belegt. Demnach muss es hier auch damals schon eine Kirche gegeben haben. Die heutige katholische Filialkirche St. Maria Himmelfahrt wurde 1892 im neugotischen Stil erbaut. Zum Abschluss des Kirchenneubaus erhielt Rossbach dann im Jahre 1893 eine neue Orgel, und zwar aus der Werkstatt der königlich-preußischen Hoforgelbauer Gebrüder Euler aus Gotzbüren, wie wir auf dem originalen Firmenschild noch heute lesen können. Ihr volles Werk erklang zu Beginn in der Choralbearbeitung »Jesu, meine Freude« von Karl Rundnagel. 1835 in Hersfeld geboren, war Rundnagel bereits mit 15 Jahren ein Schüler des großen Louis Spohr in Kassel. Nach dem Tod seines Lehrmeisters erbte er dessen Bratsche und wirkte fortan als königlicher Kammermusikus und Hoforganist in Kassel. Von ihm stammt auch die nun folgende Choralbearbeitung über »O Gott, du frommer Gott«. Thank you.
Der Bauer der Roßbacher Orgel, die Gebrüder Euler, entstammten einer alten Orgelbauerdynastie. Ihr Vater war Balthasar Conrad Euler, geboren 1791 in Gotzbüren und Schwiegersohn des Orgelbauers Johann Stephan Heeren. Insgesamt lässt sich die Orgelbautradition in der Familie bis zu dem 1598 geborenen Joachim Kohlen zurückverfolgen. Friedrich Wilhelm Euler wurde 1827 geboren und sein Bruder Heinrich Ludwig 1837. Beide erlernten ihr Handwerk natürlich in der väterlichen Werkstatt. 1854 übertrug der Vater seinen beiden Söhnen offiziell die Geschäftsführung, zog sich aber erst um 1858 aus der Leitung zurück. Unter dem Namen Gebrüder Euler führten sie als gemeinsame Inhaber die Werkstatt zu einer neuen Blüte und wurden 1878 zu königlichen Hoforgelbauern ernannt. Friedrich Wilhelm Eulers Sohn, Konrad Friedrich Euler, übernahm nach dem Tod des Vaters 1893 die Werkstatt, während sein Onkel Heinrich Ludwig sich zurückzog und im Jahre 1906 verschied. Konrad Euler verlegte den Betrieb nach Hofgeismar, der später von seinem 1905 geborenen Sohn Friedrich Wilhelm Heinrich und dann von dem 1939 geborenen Enkel Friedemann Euler fortgeführt wurde. Das Familienunternehmen bestand in Hofgeismar bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts. Die Gebrüder Euler hielten lange an der traditionellen Technik der Schleiflade fest. Und so besitzt auch das 1893 erbaute Instrument in Roßbach rein mechanische Schleifladen. Dies ist fast schon ein Anachronismus in jener, wie Friedrich Ladegast es einmal ausdrückte, ganz kegeltollen Zeit. Es dürfte auch eine der letzten, wenn nicht sogar die letzte Schleifladenorgel aus der Euler-Werkstatt sein, denn streng genommen wurde die Orgel nicht von den Gebrüdern, also Friedrich Wilhelm und Heinrich Ludwig Euler, erbaut, da Friedrich Wilhelm bereits im Januar 1893 gestorben war und sein Sohn Konrad Euler, wie bereits erwähnt, danach die Firma übernahm. Im Januar 1893 wurde auch die Orgel für Roßbach bestellt, die sodann im Juli 1893 zur Aufstellung kam und 4.400 Mark kostete. Konrad Euler ging nach der Übernahme des Unternehmens dann recht rasch zum Bau der Kegellade über und einige Jahre später auch zur damals modernen pneumatischen Traktur. Im Laufe der Jahrzehnte wurde die Roßbacher Orgel niemals grundlegend verändert. Und wie durch ein Wunder ist sie auch der Barockisierungswelle nach dem Zweiten Weltkrieg entgangen, der in Westdeutschland nahezu keine Orgel der Romantik verschont hat. Der außerordentlich vollständige Erhaltungszustand der Euler-Orgel in Roßbach macht sie darum zu einem bedeutenden Denkmal der hessischen Orgelbaukunst im ausgehenden 19. Jahrhundert. Thank you.
Die 1893 erbaute Euler-Orgel in Roßbach besitzt 16 Register auf 2 Manualen und Pedal. Die Manuale haben einen Tonumfang bis zum 3F. Die klangprächtige Disposition des Hauptwerks besteht aus Bordun 16 Fuß, Prinzipal, Gambe und Hohlflöte 8 Fuß, Oktave und Flöte 4 Fuß, einer dreifachen Mixtur und einer Trompete 8 Fuß. Das zweite Manual besitzt 5 typisch romantische Charakterstimmen, nämlich Geigenprinzipal, Fernflöte, Salizional und Eoline 8 Fuß sowie ein Gemshorn 4 Fuß. Das Pedal schließlich, das bis zum eingestrichenen D geführt ist, verfügt über Subbass 16 Fuß sowie Oktavbass und Violon 8 Fuß. Dazu kommen eine Manual- und eine Pedalkoppel. 2003 wurde das klanglich und auch optisch sehr edle Instrument durch die Firma Orgelbau Waltershausen GmbH behutsam und stilgerecht restauriert. 2 Monate nach der Einweihung der Orgel in Roßbach widmete der 1822 in Fulda geborene und in Frankfurt wirkende Heinrich Henkel seinem alten Bekannten Karl Rundnagel, dem Kasseler Hoforganisten, einen Tonsatz, den wir nun zum Abschluss dieses Orgelporträts hören. Die Handschrift dieser auf den 17. September 1893 datierten, bis heute unveröffentlichten Komposition wird in der Universitätsbibliothek zu Frankfurt aufbewahrt.